Guten Abend für euch alle heute am Frühlingsanfang. Und am Frühlingsanfang gibt es natürlich ein Frühlingsgedicht. Klar. Habe ich eins gefunden von Franz Hohler, vom herrlichen Franz Hohler aus der Schweiz. Und der hat es auf den Punkt gebracht. Frühling. Was? Die Schneeglöcklein schon verblüht? Auch die Schlüsselblumen bräunlich verfärbt? Ging das nicht etwas rasch? Die Forsythienblüten fallen schon ab. Dafür sind die Osterglocken da und die Tulpen. Im Nachbargarten steht der Kirschbaum im Blust. Und weiter vorn an der Straße hat der Magnolienbaum sein Prachtgewand entfaltet. Schon drängen die violetten Fliederspitzen ans Licht. Kann man das nicht ein bisschen aufhalten? Ostern kommt ja erst. Die Auferstehung war doch für später geplant. Was für ein unbeherrschter Bursche, der Frühling. Und wie schade, wenn das alles so bald vorbei ist. Herbst ist später noch lang genug. Es ist schön, wie wir so dazu neigen, alles immer zu kommentieren, was das Wetter betrifft, sowieso. Und zu sagen, ach ja, jetzt ist das schon wieder so früh und das jetzt hat es noch gar nicht geregnet und jetzt, oh, jetzt wird es wieder kalt und jetzt ist da viel zu warm und was ist denn das jetzt? Ist alles schon wieder weg, es geht alles zu schnell. Klar, schön wäre es, wenn das alles immer schön allmählich ginge und man könnte das immer beobachten, aber jetzt ist es natürlich auch schon schön, da zu gucken und was ist jetzt wieder aufgeblüht und. Also, hier ist es noch nicht so, dass die Forsythienblüten abfallen und Schlüsselblumen sind auch noch nicht braun und Schneeglocken, die sind schon verblüht zum großen Teil, das stimmt. Aber die Magnolien, die kommen ganz, ganz langsam erst raus, also die sind noch nicht explodiert, das kommt noch. Jedenfalls hier in Dresden, am Hang. Woanders weiß ich nicht. Ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Frühlingsanfang hattet und jetzt noch habt, einen schönen Rest Frühlingsanfang. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im Verlauf des weiteren Frühlings wieder. Bis morgen.